sourced fresh from the core. The flow penetrates the depths on the floor, cutting sharp like I had a verse etched in a sword. So, und was machen wir jetzt? Fahren wir zur nächsten Location? Okay, was? Matthias? Ich bin noch nicht eingestiegen. Ich bin noch nicht eingestiegen. Scheiße. Moin, Leute. Ja, und damit guten Tag, Leute. Leo hier mit einem neuen Video. Alte Menschen gucken uns. Hab ich ein bisschen zu laut gesagt. Wisst ihr was wir erstmal machen? Wir werden erstmal 5 Sekunden nichts machen, damit ihr mich einfach mal anschauen könnt. Denn ich glaube, ihr wisst nicht, wie ich aussehe. Bin ja schon seit 7 Jahren auf YouTube, aber ich habe mich noch nie gezeigt und deswegen würde ich sagen, 5 Sekunden nur aufs Leben klarzukommen. Okay, das ist ein bisschen awkward. Ich glaube, das reicht erstmal. Ja, Leute, ich habe mir mal was überlegt. Ich glaube, das habt ihr schon bemerkt, auch mit dem Teaser, dass da was mal komplett anderes kommt. Und ich habe mir nämlich überlegt, es gibt ein neues Channel-Design. Ich habe ganz viel geplant und bevor ich darauf eingehe, das werde ich auch in diesem Video natürlich tun, würde ich erstmal spontan behaupten, sage ich euch, warum ich jetzt überhaupt vors Video trete. Denn, hab's ja gerade schon gesagt, 7 Jahre Hardcore-Gaming ohne Gesicht oder ähnliches, sage ich jetzt mal ganz dämlich. Ich hatte einfach Bock. So, hui, Leute, ohne Momente, Leute, ja, Leute, alles steht Kopf an meinem Channel, würde ich spontan behaupten, und ich muss mir das Audio-Rack mal wieder in die Tasche packen. Das war so nicht geplant, muss ich zugeben. Aber ja, alles steht Kopf an meinem Channel, würde ich einfach mal sagen als Motto. Hui, das ging aber echt gut in den Kopf rein. Aber ja, die erste Änderung, die ich machen wollte. Also ich wollte jetzt mit diesem Channel Redesign und generell, was ich jetzt hier ein bisschen neu mache und eben mit dem Video. Nö, da wollte ich ein bisschen was anders machen. Und mit einer dieser Dinge ist eben, das habt ihr aber auch schon seit 2 Monaten, Monaten in den Videos immer gesehen. Ich gebe mir ein bisschen mehr Mühe für meine Videos. Das heißt, wer zum Beispiel die letzten Rainbow Six Siege Gameplays gesehen hat, der wird feststellen, dass da so einfach ein bisschen mehr Editieraufwand eingefügt wurde. Ich hatte nicht einfach mal Bock, wirklich in meine Videos noch ein bisschen mehr Arbeit zu investieren, denn schaut man sich so meine Videos als Schnitzel an, so richtig schöne Schnitzel, und das schmeckt auch wirklich gut, aber da ist kein Salz drauf. Und ich dachte mir eben, dass ich dann eben mit diesem kleinen Editieraufwand noch ein bisschen so... Also ein bisschen mehr Salz drauf mache, damit einfach das gesamte Schnitzel noch ein bisschen besser schmeckt. Und genau deswegen ist das schon mal die erste Änderung, die aber schon lange am Start ist, die ich machen werde. Nice. So. Das war jetzt aber natürlich eine etwas ältere Neuerung. Ältere Neuerung, auch geiles Wort. Aber ich habe noch ein bisschen was anderes vor. Ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, als ich das Video hochgeladen habe. Und zwar, ich habe ein neues Logo. Schaut ihr euch nämlich mal das alte Logo an, also First Things First. Das Ding ist nicht schlecht. Hab das mit Absicht so lange behalten, weil ich fand es nicht so schlecht. Aber es hat keine Aussage. Es ist quasi ein Dreieck mit ein paar Farben drin und das war's. Und ich dachte mir einfach, okay, machst du dir mal ein neues Logo. Und deswegen habe ich mir ein neues Logo gemacht, welches ihr jetzt hier seht. Hallo, neues Logo. Auf einer Skala von 1 bis ich. Wen soll das wohl darstellen? Richtig, Peter Lustig. Nein, natürlich ich, selbstverständlich. Also ich dachte mir jetzt auch wirklich halt mit dem neuen Logo, dass man ja auch wirklich sieht, okay, das ist Leo, nämlich ihr habt ja jetzt auch das Gesicht eben. Und das dachte ich mir halt eben, dass es auch eine coole Sache ist, dann jetzt auch wirklich mal so ein Logo zu haben, was ein Gesicht ist. Ich glaube, ich habe mich gerade doppelt wiederholt, aber das ist nicht schlimm. Egal. Eine andere Änderung, die ich auch noch mache, ist... Es ist nämlich ein neues Kanalbanner. Ja, mein altes Kanalbanner, das hat eigentlich dasselbe Problem wie mein Logo. Da steht Leos Gameplays drauf, mein Kanal heißt nicht Leos Gameplays und das sieht abgespaced aus, man sieht. Man kommt quasi auf meinen Channel und hat keine Ahnung, dass es sich um Gaming handelt. Das habe ich jetzt geändert, denn schaut jetzt mal hier, oder wisst ihr was? Könnt ihr natürlich auch alles einfach anschauen, wenn ich dann auch wirklich halt, wenn ich dann mit dem Video fertig bin, könnt ihr euch mal meinen Channel anschauen, da ist ja dann auch alles wirklich drauf. Da sieht man jetzt, dass ich was mit Gaming zu tun habe. Ist das nicht klasse?
Und was ist das? Oh, da steht Leos Spiel. Nein, kein Scheiß. Ja, ich dachte mir nämlich, ich heiße ja jetzt momentan Leo. Und Leo ist mein Name und das ist super. Aber es hat auch wieder keine Aussage und deswegen dachte ich mir, so simpel es auch ist, ich nenne mich einfach Leo spielt. Macht Sinn, ne? Ich meine, ist griffig, kann man sich gut merken. Passt schon. Und, so. Machen da auch direkt weiter. Mit der letzten Änderung. Und zwar habe ich mir dann auch überlegt, neues Logo. Nice. Neues Kanalbanner. Nice. Jetzt brauche ich aber noch ein neues Intro. Und deswegen habe ich mir auch ein neues Intro gemacht. Das werde ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich fies bin, sondern das werdet ihr im nächsten Video sehen. Ich kann nicht mehr reden. Grauenhaft, ne? Selbst vor der Kamera ist es immer noch so. Aber das ist essentiell mein aktuelles Logo in Animationsform. Werdet ihr aber auch, wie gesagt, aus, ich sollte mal aufhören, das Ding so zu halten. Das sieht aus wie ein Blumenstrauß. Aber das werdet ihr sehen auf jeden Fall. Und ja, das war's dann auch eigentlich mit den Änderungen, würde ich sagen. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, das war's erstmal mit Änderungen, würde ich spontan behaupten. Ich meine, das war es ja auch schon mal ein richtig ordentlicher Wopper. Und außerdem, ich weiß nicht wieso, aber mich gucken ständig die Leute an. Wisst ihr, wieso das so ist? Habt ihr noch nie einen Typen gesehen, der mit dem Schuh redet? Vielleicht ist das der Schuh des Manitou. Ich weiß es nicht. Hm. Aber Scherz beiseite. Das war jetzt ja wirklich einiges. Also ein neues Redesign, ich habe wirklich alles gemacht. Logo, Intro, Channel-Banner. Und ich habe mich sogar hier vor die Kamera gewagt. Das, ich finde, das reicht erstmal fürs Erste. Und by the way, hier ist ein, ja, hier ist ein Aufnahmeding drin, also nicht wundern, also ich... Keine Sorge, es hat schon seine Bewandtnis. Aber ja, ich würde einfach spontan behaupten, wir beenden dieses Video langsam, denn wir haben schon ordentlich hier was gemacht. So, tja, das war's dann auch schon mit meinem Video. Lasst mir mal bitte in den Kommentaren, was ihr so von den ganzen Neuerungen haltet und... Da wird gerade ein Kind geschlagen. Wir sind hier auf dem Kinderspielplatz, deswegen würde ich auch sagen, beenden wir das Video ganz schnell. Vielen herzlichen Dank fürs Anschauen, würde ich behaupten. Und danke, Matthias, dass du hinter der Kamera stehst. Und bevor wir noch weitere kreischende Kinder aufnehmen, würde ich sagen, tschüss. Ha, reingelegt. Ne, das Video ist noch nicht vorbei, denn ich möchte noch ganz gerne etwas ansprechen, was meine Stimme in diesem Video betrifft, um es mal so zu sagen. Ihr kennt mich ja, ich sag mal, also bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich mich eben noch nicht gezeigt habe, da kennt ihr ja quasi nur meine Stimme durch das geile Mikrofon, was ich hier am Start habe. Ist auch ein super Mikrofon, aber ja, ich hoffe, ihr habt es gehört. Wenn nicht, dann bringe ich mich um, beziehungsweise kommt drauf an. Also, ich musste essentiell den ganzen Sound im Video komplett neu machen. Eben, um mal eben so einen Vergleich zu bringen. Hier habt ihr jetzt mal einen Ausschnitt aus dem Video komplett ohne Bearbeitung. Ohne Video als auch Audiobearbeitung. Eins. So, hui, Leute. Ohne Momente, Leute. Die erste Änderung, die ich machen wollte, also ich wollte jetzt mit diesem Channel Redesign und generell, was ich jetzt hier ein bisschen neu mache und eben mit dem Video. So, also ich glaube, ihr versteht schon, wo ich langsam hin will, denn eins habe ich feststellen müssen. Ich bin eine Katastrophe zu synchronisieren, weil wenn ich wirklich, also ich habe das alles ohne Text gemacht, das heißt, ich habe mir Stichpunkte aufgeschrieben und dann habe ich mal ein bisschen, ich sag mal, gespittet und geschaut, was rauskam. Von der Tonlage her ist das Video natürlich sehr viel besser. Ich bin, um es mal so dumm zu sagen, ich bin ein Live-Act. Ich habe selber, also meine Synchronisation oder Synchronisierung, ich weiß gerade nicht, was das richtige Nomen ist, aber auf jeden Fall, das ist nicht zu 100% lippensynchron. Das ist vollkommen unmöglich bei mir. Also wenn ich das schon selber sage, also das ist eine Katastrophe, mich zu nachsynchronisieren. Also hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich mir einen festen Text geschrieben, weil ich musste den kompletten Text aus dem Video rausschreiben, neu aufschreiben und sogar die ganzen Fehler übernehmen, denn die Fehler habe ich mit Absicht eingebaut. Ich dachte mir nämlich, ich möchte in diesem Video mich als wirklich mich zeigen und dazu gehört auch eben, dass ich mich ständig verspreche, denn seien wir mal ehrlich, das gehört auch mit zu mir, das mache ich ständig in meinen Gameplays. Aber dadurch, dass ich mich eben nachsynchronisieren musste, habe ich mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen seltsam angehört und das wollte ich auch einfach nur sagen. Also nicht, dass ihr jetzt das Video seht, mich hört und dann denkt, ist das überhaupt dieselbe Person? Ne, so extrem war es natürlich nicht. Aber ich wollte das nur eben halt mal sagen und ich will das Video auch nicht länger in die Länge ziehen. Tolle Sätze wieder am Start, alles beim Alten, wunderbar. Und dementsprechend würde ich einfach mal sagen, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen, ich bin raus, haut rein.